Der Stimmungsmaker, yeah. Gut, ich sehe, ihr teilt die Freude mit mir, das finde ich voll cool. Das Handy bitte aus, wenn es geht. Danke dir. Oh Mann, ey. Wir sehen alle, habt ihr es gesehen im Spiegel? Das ist voll cool, wenn das Gesicht so leuchtet. So, da weiß man sofort, dass jemand so voll dabei ist. So. Wir haben doch vorhin noch draußen gebetet. Ja, ja. War das zu viel? Nein, 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 das mache ich nicht. Jetzt. Muss seriös sein, der Text ist voll ernst. Und zwar bin ich nämlich, wie ihr seht, etwas dicker und ich versuche deswegen immer ein bisschen mehr Sport zu machen bei Poetry Slams. Also versuche sozusagen meine frühere Sportlichkeit zu testen. Das bessere Wort testen ist ein gutes Wort und deswegen würde ich gerne einen Text machen, wo ich Ballett tanze. Ballett kennt ihr auch alle, oder? Kennt ihr Ballett? Ist so ein. Ja, die meisten Männer nicken, die Frauen gucken so, was will er? Okay. Tut mir leid, das ist ein bisschen professioneller jetzt. So, naja, gut. So. Das wird übrigens auch aufgenommen. In dem Fall könnt ihr euch das auch angucken, das Video mit diesem Halsstopp und sowas. Gell, Alex, das nimmst du alles auf. Ja, also es gibt ja noch ein Video von Like mich auf Tinder und so. Kunst kommt von Können, sagten die drei Weisen, und käme es von Wollen, dann müsste es wohl Wulst heißen. Du magst es eigentlich schon. Das reicht mir schon. Die bisherigen Interpreten, die sich bis hierher bewegten und legendäre Gelegenheiten für uns zum Besten gebten, gaben uns Kunst und Kultur für diesen Moment. Und das Publikum ist heiß und ich weiß, dass ihr brennt. Ihr wollt Texte verstehen mit inhaltlicher Komplexität. Ihr wollt Texte spüren in kompletter Intimität. Ihr wollt eins sein mit dem, was auf der Bühne geschieht. Und beim Alleinsein spüren, dass das Lämmer euch liebt. Also ging ich auf die Bretter, die Bräute bedeuten. Und ich fing an zu reden, egal vor wie vielen Bräuten. Ich tanzte, lachte und singte, hüpfte, machte und springte. Schon nach wenigen Wochen gaben sie mir zu verstehen, Kunst und Kultur möge man nur bei einem Poetry Slam sehen. Ich hingegen hätte überhaupt nichts zu verlieren, also hör lieber auf, diesen Wulst zu präsentieren. Ich wurde gedisst. Hab ich gewonnen. Aber etwas blieb an mir haften, denn kein Mann kann das so einfach verkraften. Meine Rechtfertigung fand ich im Reglement zu irgendwelchen Meisterschaften. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber es stand da Beatboxing, zitathafter Gesang und Tanz sind erlaubt. Insbesondere dann, wenn Aida Ballett tanzen möchte. Stand da wirklich. Und so nehme ich die Herausforderung dankend an und denke noch daran, wie ich bereits die Ereignisse meiner Kindheit löschte. Denn ich war ein kleiner, männlich, zwar unbedenklich, aber unscheinbarer Mann. Wie es nur so ein glasfaserfarbenes LAN-Kabel kann. Und so begann es im Tanzsaal. Ich bin raus, schade nochmal. Und dann freestylte ich voll banal. Ich war beim Ballett die Nummer 1 der Auswahl. Und da begann der Akt der Qual. Ich tanzte Ballett. Damals war es egal. Dass ich irgendwann fürs Ballett eine Verwendung in einem Poetry Slam Text hätte, hätte ich damals nie gedacht. Doch dieses Reglement hat es wahr gemacht. Und jetzt stehe ich hier etwas verlegen und will mit euch übers Ballett reden. Im Spiegelsaal. Wie cool ist das denn? Beginnen wir mal mit ohne viel Mühe dem Polka-Schritt Abattement Tendu. Damit finden nicht alle voll toll, machst den Siegestanz oder noch besser, A Capriol. So, tanzt du für sie bis morgen früh und zum Frühstück zeigst du wieder ein Soutenu. Die Arme sind dabei in Kronposition und aus Kennern besser bekannt als Bra au Coron. Damit gewinnst du sie und wie Peggy Bundy tippelt sie zu dir, ah, Bourri. Stehst einem Mann im Le Grand Chité, Arabesque-Style, alles gestreckt und performst du zum Abschied La Préposition de Pirouette. Woo!
Ballett in Fett. Ich trage Querstreifen, das macht. Deswegen wirklich so dick wegen den Querstreifen. Einen Moment. Das ist, ja, ist auch sehr warm hier und so. Wohl ist also nichts anderes als lebensfrohes Entertainment. Also wenn man sich mal nicht so ernst nimmt und die Metrik nicht so genau nimmt und den Nimmtreim auf nimmt, nicht nur einmal nimmt oder zweimal nimmt, sondern fünfmal nimmt, dann stimmt es. Dass wenn ich auf dieser Bühne stehe und in die Augen eines täuschenden Literaten sehe, dass von Kunst nicht die Rede sein kann, denn mein künstlerisches Können ist so arm dran, dass nicht das Können mich auf diese Bühne bewegt, sondern einfach nur das Wollen, um euch zu zeigen, wie ich mein Leben lebe, so als Poet. Boah, ist das Ende jetzt zu pathetisch oder zu kitschig? Fick dich, du Knicklicht. Balletttexten am Ende immer lame. Also don't hate the player, hate the game. Ba-bam, danke schön. Auf Wiedersehen.